Hallo, ich bin Flo und wir sind hier im Pirate Taxi in Berlin und ich habe hier heute den Bruno Kramm bei mir. Hallo, grüß dich Flo. Hallo. Er ist Urheberrechtsbeauftragter bei den Piraten und meine erste Frage ist eigentlich, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich kann mich erinnern, damals war diese, was heißt Stelle ausgeschrieben, bei uns sind die eigentlich Stellen nicht in der Form ausgeschrieben, aber es gab die Anfrage halt von den Beauftragten und da ich nun mal in dem Sujet ziemlich oder in dieser Branche ziemlich zu Hause bin, da ich seit 25 Jahren eine Plattenfirma mache und selber als Musiker unterwegs bin, also so beide Seiten kenne, die Verwerterseite wie auch die Urheberseite, glaube ich, habe ich ganz gut gepasst für das Thema, habe mich dann dafür beworben und dann wurde da irgendwie abgestimmt, ja, und dann hatte ich den Job. Okay. Wie heißt deine Plattenfirma? Dans Macabre. Dans Macabre, das ist Latein? Nee, das ist Französisch und das kommt von Totentanz, das ist eine Gothic-Plattenfirma. Ah. Also wir haben vor allem so Künstler aus dem Bereich so Gothic, Industrial, Elektro, so diese ganzen Genres. Du warst doch auch jetzt dieses Jahr auf dem WGT in Leipzig, wenn ich mich recht entsinne. Yeah. Du hast auch einen Auftritt gemacht? Genau, mit meiner Band, das ich ja. Und das war auch vor allem sehr, sehr schön, weil ich hatte fast 2 Jahre keinen Auftritt, weil mein Bandkollege, der hatte einen schweren, schweren Schlaganfall, sah zuerst so aus, als würde es gar nicht überleben und hat sich aber jetzt so in den, naja, 1,5 Jahre waren es, wieder richtig hochgearbeitet und ja, das war unser erster richtiger Auftritt wieder, war, hat riesen Spaß gemacht und ist halt auch was gänzlich anderes als, ja, Politik, also ich meine, da redest du ja auch von Menschen, aber es ist doch was anderes, mit deiner Band aufzutreten und da diese, ich weiß nicht, waren so um die 15.000 Leute, war schon großartig, war richtig schön. Im Zuge dieser Musikgeschichte, also ich glaube, ich habe mal gelesen, dass du auch für die FAZ eine Kolumne hast. Genau, ja. Beziehungsweise ich hatte eine Kolumne, die war für 1 Jahr terminiert. Da ging es darum, freie Musik vorzustellen, also GEMA-freie Musik. Musik, die vor allem unter Creative Commons veröffentlicht wird oder eben nicht bei der GEMA registriert ist. Und da gibt es im Netz unglaublich viele Perlen zu entdecken. Und die habe ich dann eben jeden Monat bzw. 2 wöchentlich vorgestellt, so meine Top 5. Ich habe da auch versucht, so stilistisch wirklich alles Mögliche abzudecken. War echt spannend, hat Spaß gemacht. Und zu der GEMA wollte ich noch fragen, also meine persönliche Erfahrung mit der GEMA ist eigentlich immer YouTube. Zum Beispiel, wenn ich mir ein Pink-Video oder so angucken will, dann steht dann halt, ist gesperrt, ist in deinem Land nicht verfügbar und ich glaube, das ist auch im Zusammenhang mit der GEMA, oder? Es gibt einen Zusammenhang, natürlich, klar. Also es ist natürlich nicht so, dass die GEMA selber sperren lässt, aber Kraft des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes schaut es eben so aus, dass die Dinge, wo Rechte nicht eingeräumt sind, natürlich dann nicht gezeigt werden, weil natürlich YouTube auch keine entsprechende urheberrechtliche Kompensation an die GEMA zahlt. Aber diese Streiterei, Ausgleich, die ist... Ausgleich, Kompensation. Genau, Ausgleich quasi dafür bezahlt, nach Urheberrecht, diese Lizenz, die gezahlt werden sollte. Wobei es da in erster Linie darum geht, dass YouTube ja schon bereit wäre, etwas zu zahlen, die GEMA nur eine ganz eigene Vorstellung hat, wie viel gezahlt werden muss. Interessanterweise ähnelt das auch ziemlich diesen Verfahren, die dafür zum Beispiel gesorgt haben, dass wir lange Jahre in Deutschland keine MP3s verkaufen konnten, weil die GEMA nämlich eine Forderung hatte, die genauso hoch war wie für reguläre CDs. Und wenn man sich aber mal anschaut, für wie viel ein Track online verkauft wird, kannst du irgendwie nicht so eine hohe Lizenzforderung bringen. Und die GEMA hat auch ganz bewusst über ein Jahrzehnt versucht, das zu blockieren. Da gibt es einen ganz berühmten Satz vom Vorsitzenden der GEMA. Die GEMA ist der Fels in der Brandung gegen die Digitalisierung, hatte der Mann immer gesagt. Das war, ich glaube, Schulze hieß der damals, dieser Präsident. Und das hat dazu geführt, dass in Deutschland nie ein eigenes Geschäftsmodell für Musik kam, was MP3s verkauft online, weil eben in Deutschland nie zu einer Tarifeinigung kam, was dazu geführt hat, dass dann plötzlich ein Oligopol aus USA, nämlich Apple, kam mit ihrem Modell und es hier durchgesetzt haben. Und deswegen gibt es momentan auch eigentlich oder lange Zeit nur Apple iTunes und sonst nichts. Und das ist sehr, sehr schade und ist, um da kurz zu den ganzen Kreis zu schließen, ist stellvertretend dafür, dass in Deutschland unglaublich viele spannende Geschäftsmodelle, egal ob das Suchmaschinen bis sonst was ist, verhindert werden, weil es in Deutschland keine Fair-Use-Regelung gibt, die es eben ermöglicht, erstmal neue Modelle auszuprobieren, bevor irgendwelche utopischen Lizenzforderungen gestellt werden. Ja, wie ist denn, also ich war auf dem WPT in Neumarkt und da hast du, glaube ich, einen Urheberrechtsantrag gestellt, dass es irgendwie verkürzt oder
verbessert wurde. Wie sieht denn das im Wahlprogramm jetzt eigentlich aus? Ja, es ist jetzt sind schöne, knackige, kurze Forderungen, die eben auch jeder Pirat, der eben Menschen erklären will, was sie überhaupt beim Urheberrecht haben wollen, schön knackig rüberbringt. Die Problematik war, dass unser alter Antrag, der war zwar großartig und vielfältig, aber der war 21 Seiten lang und den konnte sich wirklich keiner einprägen. Und jetzt ist es doch zu den wesentlichen Punkten zusammengefasst. Es sind dann eben so Punkte wie Recht auf Remix, also quasi eine Schranke für Remixe, dass es eine Möglichkeit gibt, dass jeder jederzeit Remixe machen kann, natürlich die Legalisierung von File-Sharing und diese Geschichten dann Abmahnstopp und so weiter. Also all diese Punkte, die haben wir klar definiert. Dazu gehört aber auch noch, wir haben ganz klar eine Reform der des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes gefordert und auch der Verwertungsgesellschaften. Also es ist ein ganzes Paket von Forderungen. Und wenn wir uns jetzt gerade mal so die Forderungen anschauen, Abmahnungen stoppen, zum Beispiel auch diese Provider-Auskunftspflicht stoppen. Provider-Auskunftspflicht heißt, dass quasi, wenn du jetzt Urheber bist oder die Rechte inne hast, kannst du, wenn du siehst, hier wird zum Beispiel dein Werk kopiert im Internet, einfordern, dass du siehst, wer das geshared hat. Also quasi Provider-Auskunft bekommst von dieser IP, De-Anonymisierung machst. Wenn wir mal so recht überlegen, was das bedeutet, gerade in Beziehung zu dem, was jetzt mit dieser kompletten Ausspähung, Datenausspähung passiert, sehen wir doch, dass es genau dieselben Werkzeuge sind, die zum Beispiel auch die NSA und andere, der BND, verwenden, um Informationen zu sammeln. Und so gesehen ist natürlich diese Rechtsdurchsetzung von Urheberrechten, wie sie bei uns heutzutage stattfindet, die ja eigentlich gar keine Rechtsdurchsetzung von Urheberrechten ist, sondern von Verwertungsrechten, die ist wirklich schamlos. Und ich bin sehr froh, dass wir eben dieses umfängliche Programm zur Reform des Urheberrechts haben, wo es eben auch darum geht, dass man so Dinge wie Störerhaftung abschafft und auch die Abmahnung. Störerhaftung, kannst du das kurz erklären? Störerhaftung bedeutet, ich habe einen Internetanschluss, über den zum Beispiel mein kleiner Bruder auch mit surft und sich dann eben was runterlädt oder in einer File-Sharing-Börse teilnimmt und selber was anbietet. Und dann wird der Anschlussinhaber in die Haftung genommen, also ich dafür. Mhm. Und die Störerhaftung ist natürlich auch daran schuld, dass quasi der Versuch, endlich Breitbandnetz, WLAN, freies WLAN, Freifunk nicht ermöglicht wird, weil nämlich unzählige Cafés und Restaurants, die gerne ein freies Netz anbieten würden, das gar nicht anbieten können, weil sie eben in die Störerhaftung genommen werden, wenn dann eben irgendwas kopiert wird. Und das muss natürlich auch weg. Ich meine, schau dir mal an, unsere Kanzlerin redet davon, wir müssen endlich diese Breitbandinitiative in Deutschland hinbekommen. Die ist nicht ohne weiteres hinzubekommen, die ist nur hinzubekommen, indem wirklich freie WLAN-Netze überall verfügbar sind. Aber das geht in Deutschland nicht wegen dieser vermaledeiten Störerhaftung. Wenn du als Musiker, also einerseits in der Verwertungsebene warst und einerseits in der Urheberrechtsebene, also für mich stellt sich immer die Frage, wie verdienen denn Musiker überhaupt, wenn das alles geshared wird und verteilt wird, ohne dass es quasi bezahlt wird? Es wird ja mittlerweile, viele Menschen glauben ja diese Lüge von wegen, dass dadurch, dass frei kopiert wird, Musiker nichts mehr verdienen können. Ganz im Gegenteil ist es so, durch File-Sharing entdecken viele, viele Menschen erst Musikstile, von denen sie normalerweise nichts mitbekommen haben. Wir müssen es ja mal so sehen, es gibt heutzutage eine unglaubliche Vielfalt an Veröffentlichungen. Und keiner kann sich all das kaufen, um festzustellen, gefällt mir das nicht. Deswegen musst du Möglichkeiten haben, um zu selektieren. File-Sharing ist eine davon. Und aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt komme ich zu dem, was persönlich bei mir stattgefunden hat. Ich selber habe ja eben eine Nischenband, das ich, die so Gothic Industrial macht, und wir hätten es niemals geschafft, in der ganzen Welt auf Tournee zu sein, wenn wir nicht File-Sharing von vornherein immer angeboten hätten. Wir haben unsere Dinge, unsere Songs, unsere Alben alle komplett auf Tauschbörsen gestellt weltweit, was dazu geführt hat, dass wir umfangreiche Tourneen in Russland hatten, in Südamerika, überall. Und siehe da, natürlich haben wir Einnahmen gemacht bei Konzertgagen. Und das Faszinierende ist, die Menschen, die Musik sharen, die uns zum Beispiel kennenlernen übers Internet und dann auf Konzerte kommen. Rat mal, was die tun. Die kaufen natürlich unsere CDs, die kaufen unsere T-Shirts. Und das sind so Dinge, wo du bemerkst, natürlich
haben die großen Konzerne eine unglaubliche Angst davor, dass File-Sharing als Konzept mehr und mehr funktioniert, weil Künstler dadurch unabhängig werden, sich selber vermarkten können, plötzlich Möglichkeiten haben, sich zu promoten und dann selber ihre Sachen verkaufen können, was natürlich dann für die althergebrachten Geschäftsmodelle von großen Konzernen bedeuten kann, läuft nicht mehr. Und der nächste Punkt ist ja genau aus diesem Grunde wird zum Beispiel dieser ganze Crowdfunding-Bereich in Deutschland immer diskreditiert. Crowdfunding, um es zu erklären, ich biete zum Beispiel an, auf einer Crowdfunding-Plattform, beteiligt euch an der Produktion meines neuen Albums und ich brauche die Summe X, um mein Album zu verwirklichen. Wenn genügend Leute sich beteiligen, dann habe ich dieses Geld, kann die Produktion selber machen, mit dem Geld, was mir zur Verfügung gestellt wird, und es dann hinterher legal verkaufen. In der Vergangenheit war es so, dass diese Gelder, um eine Produktion zu finanzieren, als Vorschüsse von großen Plattenfirmen gezahlt wurden. Das bedeutet natürlich, dass jetzt große Plattenfirmen die Idee des Crowdfunding schrecklich finden, weil nämlich dieses letzte Quäntchen Macht auszuüben durch Geld, was sie als Vorschüsse an Künstler geben, auch genommen wird. Und genau deswegen wird Crowdfunding bei uns heutzutage nach wie vor als so eine Art Almosen diskreditiert, obwohl du damit wirklich wunderbar komplette Produktionen finanzieren kannst. Mir fällt jetzt gerade auf, irgendwie, also wir haben ja auch dieses Grundeinkommen-Plakat hinter uns stehen. Und also meine Assoziation war gerade, Künstler können sich ja auch viel besser eigentlich ausschöpfen und ehrenamtlich tätig, also was heißt ehrenamtlich, aber ihre Kunst, die erstmal nicht bezahlt wird, wenn sie immer alles auf Plattform stellen, eigentlich dadurch ziemlich gut machen. Wie siehst du das? Also sagen wir so, ich sehe es zwar immer gefährlich zu rechtfertigen, ja, die Kunst könnte immer komplett frei sein, wenn wir sowas wie ein Grundeinkommen haben. Was aber schon stimmt an der Sache, die du sagst, ist, dadurch, dass wir ein Grundeinkommen hätten, würden viel mehr Menschen den Dingen nachgehen, an die sie wirklich glauben, wo sie wirklich ihre Talente spüren, wo sie sehen, da kann ich der Welt etwas bringen. Und das ist doch das Faszinierende. In dem Modell, in dem wir heute leben, haben Menschen bestimmte Jobs, weil sie die brauchen, um überhaupt überleben zu können. Die Idee aber einer neuen Gesellschaft, vor allem einer Gesellschaft, in der es keine Vollbeschäftigung mehr geben wird, ist vielmehr zu finden, gibt es ein System, wo Menschen selber lernen können, hey, ich bin frei, meine Grundbedingungen für Teilhabe in der Gesellschaft sind gedeckt, also kann ich wirklich den Dingen nachgehen, wo ich glaube, wo meine Talente wirklich liegen. Und es gibt viele Menschen, die behaupten, naja, wenn es jetzt ein Grundeinkommen gäbe, dann wären die Menschen ja faul. Das glaube ich nicht. Und ich weiß auch, dass es nicht so ist. Erstens, auch in der jetzigen Gesellschaft gibt es Menschen, die sich komplett dem System entziehen und sagen, ich habe keinen Bock und ich arbeite nicht. Sie kommen auch durch diese Gesellschaft. Aber, und auch in der neuen Gesellschaft mit dem BGE, wird es bestimmt einige geben, die dann sagen, jetzt mache ich gar nichts oder ich konsumiere nur. Ist auch okay. Aber der größte Teil der Menschen wird anfangen, wirklich sinnvolle Dinge zu tun, weil jeder Mensch im Endeffekt irgendetwas tun möchte, wo was Positives bei rüberkommt im Endeffekt. Und genau deswegen bin ich auch so fest davon überzeugt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen auch dieser Gesellschaft finanziell im Sinne von qualitativem Wachstum unglaublich viel geben wird. Viele Menschen sagen ja immer, oh Gott, wie wollen wir das finanzieren? Erstens finanzieren wir jetzt schon unglaublich viel durch Quersubventionierung in der Gesellschaft. Aber zweitens ist der viel wesentlichere Punkt, dass durch diese vielen neuen Ideen auch ein ganz neues Wachstum entsteht. Und dieses Wachstum wird unsere Gesellschaft weiterbringen und vor allem diesen Wandel von der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft hin zu dieser zukünftigen kommunikativen Wissensgesellschaft, wo alle gemeinsam partizipieren können von Wissen, wird diesen großen Sprung erst möglich machen. Ja, dann danke ich dir vielmals. Ich fand es sehr erfrischend, sehr interessant. Und bedingungsloses Grundeinkommen wählen am 22. September. Piraten wählen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.